Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zukunftsmusikbox von Dame. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zukunftsmusik von Dame. Wir haben hier eine große Metallbox, diese natürlich noch eingeschweißt, und wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien. Dann können wir das Ganze besser ansehen. So. So, sehr schön. Also, wir haben hier eine relativ große Metallbox. Erinnert mich an diese alten Müsli-Boxen, Kelloggs und was auch immer. Also Zukunftsmusik hier oben zu lesen in Orange und Gelb. Damestream Records Presents, beziehungsweise nein, präsentiert, auf Deutsch steht es hier, präsentiert. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite den Künstler Dame in dieser Marty McFly Optik, zurück in die Zukunft. Damestream Records präsentiert Zukunftsmusik, steht hier auch wieder. Unterseite blank. Auf der rechten Seite haben wir das Logo von Damestream Records, edel, und einen Barcode. Auf der Rückseite wird uns der Inhalt der Box verraten. Also wir sehen hier ein Album im Super Jewel Case, dann hier noch ein Zusatzalbum oder Inhalt im, ja, in der Papphülle, ein Schlüsselband, eine Uhr, ein Tourposter, ein Kalender wird das sein und einmal eine Autogrammkarte. Okay, die rechte Außenseite blank schwarz. Und dann schauen wir mal hinein. Der Deckel zum Aufklappen, also rein von der Haptik und auch so von der Optik, muss ich sagen, ist die Box sehr, sehr hochwertig, ist eine stabile Blechbox, Metallbox. Jetzt haben wir hier den Kalender, der hier etwas eingequetscht ist. Die Frage, wie wir den am besten... Ja. Aber jetzt, also wir haben hier einmal den Kalender, das Poster, das Schlüsselband, die Autogrammkarte, das ist der Bonusinhalt, schauen wir uns gleich noch an, das Album an sich, und das dürfte dann wohl die Uhr sein. Von innen sieht die Box so aus, also schlicht metallic. Machen wir wieder zu das Ganze, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Die beiden Sachen noch eingeschweißt, die beiden Tonträger werden wir auch mal aus der Folie befreien. Ist nur die Frage, ja, am besten wahrscheinlich hier. So, Nummer 1, Nummer 2 auch noch eingeschweißt. So, und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Zukunftsmusik, Damestream Records präsentiert, lesen wir hier. Es fällt auf jeden Fall mal direkt auf, wir haben es hier zu tun mit einem super Jewel Case, freut mich sehr. Gibt es meiner Meinung nach immer noch zu selten. Und dann haben wir hier eine Aufnahme von Dame mit einem DeLorean. Und ja, wieder in dieser Zurück in die Zukunft Optik. Das ist meiner Meinung nach eine asiatische Stadt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Taipei oder Singapur. Also dieses Ding habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, Taipei war das. Ansonsten haben wir hier auf der Rückseite die Tracklist. 16 Tracks an der Zahl. Die in dieser Optik, so wie das, ja, diese Cockpit-Ansicht, wie es von innen aussieht, der DeLorean. Dann haben wir hier drei Features an der Zahl, nämlich einmal Jesig oder Jetzig, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht, habe ich bis heute noch nicht gehört. Und dann haben wir hier noch ein Feature von Frozen und eins von Apple Tree.
die beiden ja, so wie Dame, ebenfalls aus Österreich, bei Jetzig weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber die beiden kommen ebenfalls aus Österreich, Dame ja bekanntlich aus Salzburg. Meine Favoriten, beziehungsweise mein Favorit ist ein Track vor allem, und zwar ist das der Track Nummer 13, Neuanfang. Dann kommen wir mal zum Inhalt. Wir haben hier das Booklet. So sieht das aus. Also wir haben hier die Tracks. Oh, das gefällt mir wie immer sehr gut. Bin auf jeden Fall Fan davon. Wir haben hier die Tracks inklusive der Texte abgedruckt. Also man hat hier wirklich jeden Text zum Mitlesen. Dann hier Dame im Auto, hier mit den Flügeltüren, also nein, hier das Auto natürlich mit Flügeltüren. Dann haben wir weitere Fotoaufnahmen, weitere Songtexte. Und hier in dieser Digitalanzeige auch immer die Spielzeit der einzelnen Tracks. Gefällt mir sehr gut. Umfangreiches Booklet, schöne Fotos, also dieses Konzept Zurück in die Zukunft zieht sich hier komplett durch. Sehr gelungen in meinen Augen. Hier noch einmal der Rückspiegel. Das ist die Danksagung, danke an. Und dann noch Kontakt und Social Media Auftritte. Okay. So, dann das Booklet wieder zurück. Die CD in dieser Uhrenoptik, also hier die lateinischen, also die römischen Ziffern, Zukunftsmusik, Dame. Und hier hinten noch Zahnräder, sieht auch aus wie in so einem Uhrwerk. Sehr schön. Und hier hinten lesen wir dann noch Zukunftsmusik, Dame, DSR, Dame Stream Records. Dann haben wir eine weitere CD, einen weiteren, zwei CDs sogar. Und zwar die Reduced Version. 7 Tracks. Das heißt, diese sind... Ah ja, deswegen zwei CDs. Einmal die Reduced Version und einmal Reduced Instrumentals. Bedeutet... Ja, genau, hier sehen wir es. Diese sind jetzt nicht mit den Beats wie vom Album, sondern hier mit weniger musikalischer Begleitung. Also, wie soll ich sagen, die Beats wurden ersetzt, sagen wir so. Die Beats wurden ersetzt durch normale Instrumente. Wir haben hier Gitarre, Klavier, E-Gitarre und Percussions. 7 Tracks an der Zahl. Hier steht eben noch, wer die einzelnen Instrumente eingespielt hat. Dann kommt natürlich auch der Text oder die Stimme wahrscheinlich besser zur Geltung. Und dann haben wir hier eben noch von diesen 7 Tracks die Instrumentals. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die regulären Tracks keine Instrumentals haben, aber ja, die 7 Tracks sind auch sicher ganz schön, auch wenn die jetzt nur die Instrumentals von der Reduced Version sind. Die CDs sehen folgendermaßen aus. So, und das Ganze in einem Digipack Reduced Version Dame. Gut, dann haben wir ein Schlüsselband. Ja, da gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Wir haben vorne diesen Metallanhänger, das Schlüsselband in schwarz gehalten, einseitig bedruckt das Ganze, und hier lesen wir eben Dame Stream Records inklusive des Logos. Das zieht sich hier komplett durch. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diese mit schwarzem Edding unterschrieben. Sehr schön, wieder das Coverfoto. Dame Stream Records, hier die ganzen Social Media und Internetauftritte auf der Rückseite. Dann haben wir ein Poster, dieses ist einseitig bedruckt. Und hier haben wir die Tour-Dates von der Out of Time Tour. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Also hätte man durchaus einen Flyer oder so reinmachen können mit den Tour-Dates. Aber dass man jetzt diese Tour-Daten auf ein Poster macht, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gelungen. Hätte ich von mir aus das Motiv im Querformat oder auch dieses Motiv, ganz egal, aber Tourdaten, ja, werde ich mir jetzt auf keinen Fall zu Hause aufhängen. Aber ansonsten, checkt die Tourdaten, schaut euch Dame live an. Poster im Hochformat, einseitig bedruckt.
Und dann haben wir noch zwei Inhalte, nämlich einmal diesen Tischkalender 2018. Hier haben wir dann Tourfotos von Dame. Also wir haben hier wirklich jede Woche eine einzelne Seite, ein einzelnes Blatt. Dann haben wir hier die Info, wo diese Aufnahme herstammt, also von welchem Tourauftritt. Und hier dann noch Zitate bzw. Songtexte, Songzeilen. Ich lasse die Semtex fliegen, kill die Camper mit der MP7 aus dem Track Payflow. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Also die meisten Leute, die Dame kennen, kennen ihn, glaube ich, von diesen Gaming-Tracks. Also er hat ja einen Track gemacht zu Halo, King of the Hill, oder zu WoW gab es einen Song, zu Call of Duty gab es zu vielen Teilen einen Song, unter anderem Payflow. Und diese Tracks sind ja extrem abgegangen. Also die haben ja zweistellige Millionenaufrufe. Mein Favorit ist wirklich King of the Hill, dieser Halo-Song, weil der einfach vom Inhalt her diese ganze Halo-Geschichte beschreibt und ich in frühen Jahren damals schon mit Halo in Berührung gekommen bin und deswegen ist das einfach mein persönlicher Bezug zu dem Ganzen. Dann haben wir hier eine schwarze, so eine Schatulle, so ein Kartonkistchen, auch hier wieder das Logo und hier befindet sich dann die Uhr, das Ganze hier mit so einem kleinen Polster, der hier so mit Watte befüllt ist. So sieht das von innen aus. Weiß und schwarz. Und das ist die Uhr. Also von der Optik sehr stark angelehnt an diese typischen Ice Watches. Die Uhr in schwarz und weiß bzw. silber gehalten. Und in der Mitte des Ziffernblatts haben wir das Logo von Dame Stream Records. Die Zeiger in silber und weiß gehalten. Und die Ziffern, römische Ziffern. Von hinten sehen wir nochmal das Logo von Dame Stream Records. Und das Ganze hier mit so einem Gummiarmband. Muss ehrlich sagen, ich bevorzuge jetzt meine Uhr, aber ich werde jetzt diese mal kurz abnehmen, damit ich die mal kurz anlegen kann. So. Ja, also rein vom Gefühl her oder rein von dem Armband, wie sich das jetzt hier am Arm so anfühlt, weiß ich jetzt, warum ich hauptsächlich Metall oder in meinem Fall eine Uhr aus Titan bevorzuge. Ja, also so sieht das Ganze dann aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so mein Fall. Also die Uhr an sich ist ganz, ganz schick und klassisch in schwarz und weiß gehalten, aber ich bevorzuge dann doch meine Uhr aus Titan. Die ziehe ich dieser aus Gummi oder Plastik auf jeden Fall vor. Wir haben hier an der Seite noch ein Rädchen, also so wie man es kennt zum Rausziehen. Da kann man dann eben die Uhrzeit beliebig verstellen. Macht aber auf jeden Fall einen stabilen Eindruck. Ja, abschließend fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal diesen kleinen Karton mit der Uhr als Inhalt. Dann haben wir diesen Tischkalender für das Jahr 2018, das Poster mit den Tourdaten im Hochformat, die unterschriebene Autogrammkarte, das Album im Super Jewel Case, die Reduced Version inklusive der Reduced Instrumentals in dem Digipack und noch dieses Schlüsselband. Das alles in dieser wunderbaren Box Zukunftsmusik von Dame. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Dame unterstützen möchtet, falls ihr das Album oder generell seine Musik feiert, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.